And Delta Echo Charlie Papa Yankee, clear to join Edinburgh Control airspace at VFR, routing Musselburgh, Arthur's Seat, and direct to the airfield, nautical altitude 2,000 feet to VFR. Clear to enter the control zone via Musselburgh and then Arthur's Seat, not above 2,000 feet VFR, Delta Papa Yankee. Delta Papa Yankee, correct, report Musselburgh. So, jetzt aber. Alle Vorbereitungen abgeschlossen hier. Wir können also loslegen und ich sage schon mal hallo, hallo an alle, die heute mit auf Twitch dabei sind. Und willkommen zum Microsoft Flight Simulator 2020. Captain Crispy nimmt euch heute mit. Wir fliegen in unserer wunderschönen Piper 38 Tomahawk hier von Newcastle in England, Nordgrenze Englands. Einmal über die Südgrenze Schottlands sozusagen nach Richtung Edinburgh. Wir werden von da aus aber noch ein bisschen weiter fliegen, ein bisschen weiter nördlich Richtung Dundee. Ich zeige es auch sofort auf der Karte, was der Plan ist. Und ja, das Ganze live auf Wetzim. Ich habe gesehen, Edinburgh ist auch besetzt. Ich hoffe, der bleibt auch besetzt. Mal gucken, ob wir Glück haben. Der Lotse ist so seit anderthalb Stunden oder so online. Und ich fliege nicht mit echtem Wetter, weil die Wolken sind einigermaßen akkurat, aber es ist sehr, sehr windig. 20 Knoten habe ich hier gesehen hier in Newcastle. Das ist schon für unsere kleine Piper 38 ein bisschen heftig. Da werden wir ordentlich durchgeschüttelt und kriegen, das ist mir aber zu stressig, sage ich ganz ehrlich. Da würde ich persönlich auf ein bisschen besseres Wetter hoffen, bevor ich losfliege. Aber hier im Simulator können wir da einfach hier ein bisschen dran drehen. Ja, und ansonsten würde ich sagen, lasst uns einmal auf die Karte gucken. Und dann machen wir uns auf den Weg. Wir sind hier also in Newcastle, ein kontrollierter Platz, ein wirklich echter kontrollierter Platz. Aber es ist zumindest in der Nähe keiner online, der ihn kontrollieren könnte. Deswegen werden wir hier einfach so einmal starten. Und wir werden hier von der Piste 25 starten, glaube ich. Lasst mich einmal kurz gucken, welche Runway sich da anbietet. Ja, 25, 10 Knoten Gegenwind gerade nur. Wir werden von Piste 25 starten und heißt also hier nur so nach links und dann machen wir eine Rechtskurve Richtung Morpeth Railway Station. Das wäre nämlich so ein guter Punkt zum Rausfliegen. Also wir werden hier, wir machen das anders. Wir fliegen hier in den verlängerten Gegenanflug und dann fliegen wir hier die Autobahn entlang. Dann hier über Morpeth Railway Station und dann sind wir an der Küste. Dann drehen wir also hier ein Stück Richtung Meer, fliegen hier mal den Strand ab. Falls es hier einen Strand gibt, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so genau. Bis zum St. Epps VOA. Ich guck gerade, der Luftraum hier ist kontrolliert. Delta Luftraum bis Flight Level 105, das ist ganz schön hoch. Und hier, hier ist es erst ab Flight Level 155. Okay, tatsächlich. Interessant. Das hier ist der Ground des 105. Das heißt, aus der Zone müssen wir raus. Dann sind wir quasi wieder in unkontrollierten Luftraum. Also so hoch werden wir auf jeden Fall nicht fliegen. Hier Flight Level, was ist das hier? 195 oder so. Das heißt, wir fliegen hier, wie gesagt, die Küste hoch bis St. Epps VOR. Das nutzen wir so als Orientierungsmarke. Von da aus sind es noch 37 Meilen bis zum Edinburgh ADF. Ich glaube, ich nehme mal den Flughafen ja auch noch mit dazu als fix. Vielleicht noch besser geeignet als das ADF. So. Und das hier removen wir einmal. So, also ich nehme mich, gut, sind 40 Meilen, damit kann ich ganz gut ausrechnen, wie weit ich dann von Edinburgh weg bin. Ich habe nämlich keinen GPS an Bord sonst weiter und Edinburgh hat, soweit ich das sehe, kein VOA oder DMI oder irgendwas. Aktuell ist gerade der Approach online. Hier seht ihr auch drumherum einen großen Delta-Luftraum. Also Edinburgh auch natürlich ein kontrollierter Platz. Ich werde da versuchen, in die Kontrollzone einzufliegen über irgendeinen Punkt hier. Oder vielleicht entlang der Küste, obwohl die halt gefährlich nah hier an die Anflugroute kommt. Und dann ein paar Platzrunden zu drehen, wenn der Verkehr es zulässt. Da müssen wir mal gucken. Ansonsten nur einmal durch die Kontrollzone hier und dann über die Brücken Richtung Norden.
Interessant, dass sie hier so Schlenker machen. Ich glaube, die sollen hier der Autobahn folgen. Bis zur M90 Junction. Und von dort aus orientieren wir uns dann hier einmal so nach leicht Nordosten. Diese Bucht hier, ich glaube, die kann man schon ganz gut sehen da von der Stelle. Und dann fliegen wir die hier ein Stück ab und dann ist hier dann die, und da werden wir heute landen, ein unkontrollierter Platz. Es gibt eine ATZ, wie heißt es so? ATZ, Aerodrome Traffic Zone drumherum. Das heißt, theoretisch gibt es da einen Infotower, den man kontaktieren müsste zum Ein- und Ausfliegen. Aber der wird heute nicht da sein, denke ich. Und Edinburgh interessiert das nicht. Hier neben ist noch ein großer Platz. Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Leuchars ist wahrscheinlich nicht. Militärflugplatz. Mit dem haben wir also nichts weiter zu tun. Das ist der Plan für heute. So, dann gucken wir noch mal kurz. Es ist wirklich niemand weiter online. Springen ins Cockpit und fangen mit unserem üblichen Walkaround hier an. Tablet anschalten. So. Date Saving ist an. Das passt. Gut. Dann gehen wir doch einfach mal nach draußen. Walkaround. Gucken. Letzte Landung war, glaube ich, ganz in Ordnung. Flaps okay. Aileron okay. Schön, dass das Jog sich mitbewegt. Sehe ich jetzt erst. Fuel Quantity ist ein bisschen wenig. So gerade mal halb voll. Wir machen das Ding voll. Was soll der Geiz? Dann geht's hier vorne weiter. Die Chocks packen wir einmal ein. Der Strut ist gut. Der Reifen ist gut. Die Bremse ist gut. Tie-Down einpacken. Ito Heat Cover einpacken. Stall Warning funktioniert. Wir suchen den Fuel Train. Ich suche den jedes Mal. Das ist nämlich nur so ein Nippelchen. Der da? Ne, das ist der Tie Down. Hä? Da vorne ist er. Oh, ein bisschen Wasser ist drin. Jetzt nicht mehr. Dann gucken wir mal vorne. Der Reifen sieht gut aus. Der Strut sieht gut aus. Der Propeller dreht sich auch. Und wir haben auch hier ein bisschen Wasser. Und es ist raus. Dann gucken wir hier einmal den Motor. Condition 82% ist okay. Sparkplug auch 82%. Öl haben wir auch einigermaßen genug. Das passt alles noch. Damit kommen wir noch auf jeden Fall zu unserem Ziel heute. Der Reifen sieht gut aus, die Bremse sieht gut aus. Was? Hat einen Schlag wegbekommen, ist aber noch in Ordnung. Tie Down müssen wir losmachen. Und Fuel. Hier ein bisschen Wasser. Dann gucken wir mal. Aileron funktioniert, Flaps funktionieren, Treibstoff einmal voll tanken und ab nach hinten. Elevator funktioniert, Rudder funktioniert, Antennen funktionieren. Guck mal, dann ist so alles tutti. Dann können wir ja loslegen. Luke zu. Und verriegeln. So. Dann gucken wir einmal auf unsere Checkliste. Das Wichtigste haben wir hier erledigt. Den Walkaround können wir überspringen. So, Cabin Doors sind zu, Overhead Latch ist engaged, Seats, wir sitzen einwandfrei, Circuit Breakers sind, soll man das Jog wegnehmen, sind alle drin, einwandfrei. Könnte ich noch ausschalten. Parking Brake ist set, Carburetor Heat ist fully off, Fuel Selector, Desired Tank. So, machen wir doch mal hier Batterie an. Nehmen wir einfach den linken Tank. Engine Start when cold. Prime as required. Da ziehen wir mal anderthalb Mal dran. Das sollte reichen. Dann Mixture. Bisschen Schub. Mein Schubhebel funktioniert nicht. Kleinen Moment.
Da ist hier noch wahrscheinlich auf MD-11 die Steuerung eingestellt. So. Damit sind wir heute nicht unterwegs. Nee, jetzt sieht es besser aus. So, ein bisschen Schub haben wir auch. Hafen Inch. Electric Fuel Pump an. Mixture fully rich, Starter engage, dann Primer reinstecken, gucken, dass der Swattle passt, dass die Engine nicht explodiert und auf geht's. So, Udo, hier. Udo, du musst jetzt, pass auf, ich zünde jetzt. Weißt Bescheid. Gut. Auf geht's. So, ein bisschen Schub runter, den Primer rein. Ganz so viel Umdrehung brauchen wir hier nicht. So ist das doch schick. Fuel Pressure checken und dann die erst die Fuel Pump ausschalten, dann den Pressure checken. Aus. Pressure ist gut, Amps sind da, Öltemperatur steigt langsam aber sicher und Öldruck für die Menge an Schub auch in Ordnung. Dann steht hier unten noch warm laufen, 800 bis 1200 Umdrehungen, die haben wir. Und dann sind wir theoretisch schon bereit zum Taxi. Wir schalten unsere Radios an. Wir schalten unseren Transponder an. ADF können wir auch schon mal scharf schalten. So, dann squawken wir VFR. Funk bleiben wir erstmal auf 122.8 Unicom. Klack. Dann fürs NAV gehen wir hier zum St. Epps VOA. 112,5 ist die Frequenz. 112,5. Chaka. So, und dann müssen wir hier auf Select. Show Destination Data, yes. Und dann kriegen wir hier auch angezeigt, wie weit wir davon entfernt sind. Dann kommen wir hier Richtung Edinburgh. Wir haben einen ADF, das können wir nutzen, so ein bisschen zur Orientierung. 341 ist da die Frequenz. Das können wir auch schon mal einstellen. Ist an. Und Otto Banger, moin. Hallo, hallo. Wie geht's, wie steht's? So, wo war ich stehen geblieben? Radios, Taxi Areas clear, Brakes check, Steering check, Ground check. So, ich gucke mich mal hier eben um. Ich glaube, hier ist weit und breit kein Verkehr. Zumindest auf Wetzby sehe ich gerade nichts. Dann würde ich sagen, der Bereich hier sieht auch sehr leer und frei aus. Dann geht es da hinten zur Piste. Mal kurz auf die Karte noch mal gucken. Ich glaube, wir bräuchten ziemlich viel Backtrack hier. Wenn ich mich recht erinnere, war das letzte Mal nämlich eine lange Landung. Ja. Oder schaffen wir es, auf dem Stücke zu starten? wie lang haben wir denn hier die Piste? Piste hier ist 2300 Meter. Wir machen ein kleines bisschen Backtrack und dann starten wir. Hier brauchen wir nicht. Wir können aber, um uns vernünftig vorzubereiten, gleich einmal auf die Checkliste gucken für Short Field Takeoff. So. Ab geht's. Irgendwie sitze ich komisch. Moment. Ah ja. Bisschen weit nach hinten. So, da ist auch schon der Haltepunkt. Ja, Jude und selber war gerade in Afrika unterwegs von San Pedro Ivory Coast nach Accra, Ghana.
Nächste Leck ist horrific. Akrana, San Antonio de Pale. Keine Ahnung, wo das alles liegt. Elfenbeinküste war ich aber auch unterwegs. Ist aber schon ein Weilchen her mit der British Aerospace 146 bei meiner Afrika-Tour. Aber schön. Es ist auf jeden Fall ruhig und schöne Landschaft, kann man sich da angucken. Mindestens auf Wetzim ist es da ruhig. Sagen wir es so. So, Groundcheck. Brakes sind set. Throttle auf 1800 Umdrehungen. Checkt. Magnetos. Hält ab. Aber nicht zu weit. Hält ab, aber nicht zu weit. Kein großer Unterschied. Tippidoppi, so sollte es sein. Light Instruments. Nein, wir sind beim Throttle. Vakuum auf 5 haben wir. Öltemperatur, Pressure, Carburetor Heat. Temperatur passt, Pressure passt, Pressure passt, passt. Carburetor Heat. Scheint zu funktionieren. Einen kurzen Moment. Nur Umdrehungen kommen wieder, gehen aber nicht höher als ursprünglich, also kein Eis. Machen trotzdem das Pitot Heat schon mal an. Nur für den Fall der Fälle. So, und dann passt das. Master Switch, Check On. Also wir können den Schub wieder rausnehmen. Master Switch ist on. Der Alternator ist on. Die Sitze sind alle richtig eingestellt. Wir sind alle angeschnallt. Unsere Klappen sind eingefahren. Trimmung funktioniert und ist auf neutral. Controls. Links, rechts, hoch, runter. Und das Ruder. Zumindest die Pedale funktionieren. Bremsen funktionieren auch, haben wir ja gerade gemerkt. Die Türen sind zu, oben die Latch ist zu, mein Fenster ist zu. Das haben wir auch alles. Damit sind wir quasi ready. Wir machen mal einen Short Field Takeoff. Haben wir da Obstacles? Wir haben Bäume. Gucken wir doch mal. Short Field Obstacle Clearance. Ne, das ist Soft Field. Short Field Obstacle Clearance. Flaps 21. Checkt. Wir beschleunigen auf 53 Knoten, dann Nase nach oben, dann auf 61 Knoten, bis wir über den Bäumen sind und danach auf 70 Knoten weiter steigen, Klappen einfahren. Das ist der Plan. Okay, was war das jetzt? 50 die Nase hoch, 60 bis wir über den Bäumen sind, 70 weiter. Okay. Dann kündigen wir uns einmal kurz an und dann geht's los. Newcastle Traffic Delta Papa Yankee Light Aircraft VFR departing from one way 25 to the north. Newcastle Traffic. Sollte reichen, ist eh keiner in Reichweite. Auf geht's. Ja, das Shortfield ist schon sehr short. Wir machen mal ein kleines Stückchen weiter. Nicht, dass wir uns hier noch in den Bäumen verhadern. So, was haben wir vergessen? Alles andere. Fuel Pump, Landing Lights und Anti-Collision Lights brauchen wir beim Start. Hoppala. Auf geht's. Das hätte ich doch ganz entspannt auch von da hinten geschafft. 40, 50, Nase, sind in der Luft. 60, 60. Ja, dann sind über die Bäume angekommen. Hat gut funktioniert, Nase ein Stück runter. Beschleunigen auf 70.
beschleunigen auf 70 und gehen hier mal nebenbei in den rechten Querabflug. Laps ab. Ein bisschen Schub raus. Sind wir im rechten Gegenanflug. Und den verlängern wir jetzt einfach, bis wir auf die Autobahn treffen. Trimm derweil hier fleißig noch ein bisschen nach unten. Ein bisschen Geschwindigkeit zulegen. Die Fuel Pump können wir ausschalten. Brauchen wir quasi nur bei niedrigen Drehzahlen. Ich halte mich mal ein bisschen weiter links. Die eigentliche Stadt ist hier rechts von uns. Das letzte Mal, wo wir angekommen sind, konnten wir da ein bisschen Sightseeing machen. So, wir haben auch schon Empfang vom St. Epps VOR, 50 Meilen die Küste runter. Ist noch ein Stückchen. Steuer mal. Guck mal, die Autobahn müsste hier gleich vor uns auftauchen. Spätestens bei 2000 Fuß bleiben wir und ich verringere noch mal ein bisschen den Schub. Mit 2400 Umdrehungen. Bisschen finster hier. Nachtlights haben wir an. Ende Lights können wir dann ein bisschen aufdrehen. So, und ich habe die Autobahn verpasst. Glaube ich. Ja, die Autobahn hier habe ich gesucht. Das ist vielleicht nur eine größere Straße. Mal gucken, ob wir die Bahnstrecke finden. Die würde uns nämlich auf jeden Fall zur... Hm, ist ein Golfplatz? Ein Park? Oh, guck. Ich sehe gerade, das ist ein Park. Guckt euch mal die an, die Figur. Das ist eine Frau. Das ist ja cool. Das ist so ein Moment, deswegen liebe ich VfR Fliegen ins Flight Simulator. Cool. So, die Bahnschienen sind irgendwo unter mir. Ich versuche sie gerade noch zu finden. Hier kann ich eine Linie ausmachen. Man erkennt es an den Bäumen ganz gut, dass da was lang geht. Da hinten müsste der Ort sein, Morpeth, den wir suchen. Deswegen folge ich einfach mal hier dieser Linie. Und nicht wundern, ich schalte mal Janet an. Mal gucken, ob die heute mit uns spricht. Dann hier Say Intentions. Can you hear me? At your 12 o'clock, about 7 kilometers out, you might just spot the aviary. Now, this isn't just any old birdhouse. It's a place where birds are kept in a fancy way, like they're on some sort of feathered holiday. My friend Toby once thought it would be a brilliant idea to impress a girl by trying to feed the birds there. Unfortunately, he ended up getting chased by a particularly aggressive parrot that clearly wasn't in the mood for romance.
He ran so fast, he tripped over a bench and fell right into a pond. So, if you see any birds, maybe just admire them from a distance. They can be quite the handful. Okay, sie spricht mit uns. Yes, I can hear you. Just like a dog hears a tin can being opened from a mile away. Speaking of which, at our 12 o'clock, about 6 kilometers out, there's an aviary. It's a place where birds are kept, which is quite fitting considering... Dankeschön. So, also das hier sind die Bahngleise. Und, tja, zumindest in der Szenerie wüsste ich jetzt nicht so genau. Das ist ein schön großes Gebäude, aber wo jetzt hier die Bahnstation ist, war ein bisschen schwer zu sagen. Ich behaupte mal, wir sind einfach darüber. Und dann halten wir uns jetzt mal rechts hier auf dem Weg Richtung Küste. Bin gespannt, wir werden nachher, wenn wir hier nach Westen drehen, um Richtung Edinburgh zu fliegen, wenn wir auf jeden Fall der Sonne hier entgegenhalten. Die schon deutlich tiefer steht, als ich gedacht hätte um diese Uhrzeit. Ich hoffe, wir kommen noch bei Tageslicht an. Tage werden wieder kürzer, man merkt's. So, ich wollte noch meine Mixtur ein bisschen abmagern. Machen wir, indem wir lauschen oder und gucken, ob die Drehzahl irgendwo abfällt. Ja, da. Und dann geben wir einfach noch mal ein bisschen was dazu. Und dann sind wir ganz gut eingestellt. Edinburgh Ground ist nur noch online, so wie es aussieht. Kann das sein? Ja. Coach-Kollege ist weg. Vielleicht kommt gleich noch einer nach. Fingerabdrücke auf der Scheibe. Wenn die Sonne hier durchs linke Fenster ordentlich durchscheint, sieht man die auf der rechten Scheibe die Fingerabdrücke. Die haben mich in Holland schon aufgeregt. Sind immer noch nicht weg. Warum putzt denn niemand meine Scheibe? Sehe ich schon den Strand vor uns. Bisschen zügiger unterwegs, als ich das erwartet habe. Aber die Umdrehung passen, die Mixtur passt. Anscheinend machen wir einfach nur
gut voran hier. 110 Knoten ist schon ordentlich für uns. Eigentlich sind so 100 die Knoten, wo ich meistens hin möchte. Und da haben wir die Küste erreicht. Irgendwo in der Richtung kommt irgendwann Norwegen. Hinter uns England und vor uns jetzt eben. Sind wir gerade so nach Schottland reingeflogen. Ich frage mich gerade, ob die Uhrzeit stimmt, wenn mir hier angezeigt wird. Ist hier nicht 17.38 Uhr? Hm. Haben wir nicht 2 Stunden Zeitversatz nach Schottland? War etwas irritiert. Wird nämlich so finster. Eigentlich wollte ich nicht bei Nacht fliegen. Apropos Nacht, die Landelichter können wir ausschalten. Die brauchen wir gerade auch nicht mehr. Na, jetzt ist auch Edinburgh Ground offline gegangen. Ganz kurz hier den Autopiloten reinhauen. Ich muss nämlich einmal mich kurz hier wegdrehen. About 4 kilometers out, you'll see Warkworth Castle. This impressive structure was built in the 12th century, and it's like the medieval version of a luxury hotel, except with more stone and fewer room service options. Legend has it that the castle was once home to a rather grumpy lord who had a pet dragon. Toby, my friend, thought it would be a brilliant idea to sneak in and try to pet the dragon. Spoiler alert, dragons don't like being petted, and Toby ended up running out with singed eyebrows and a newfound respect for fire-breathing reptiles. So if you ever fancy a visit, just remember to keep your hands to yourself. Ich habe gerade gesucht, ob ich es irgendwie finde. Also dieses Warkworth, was ich meinte, liegt jetzt hier direkt links von uns. Und irgendwo hier ist ein Castle. Aber in der Szenerie nicht so gut. Sie sind vielleicht da oben? Man weiß es nicht. So, wie gesagt, ich wollte einmal ganz kurz den Autopiloten hier anschalten. Muss ich einmal mich ganz kurz wegdrehen. Ich bin sofort wieder da. Wenn das ist, einfach schreien.
So, da bin ich wieder. Sorry, das Auto piert wieder aus, die wir natürlich gar nicht haben. Und weiter geht's die Küste entlang. Hier im schönen romantischen Sonnenuntergang. Oh, jetzt so ein passendes einheimisches Getränk dazu. Das wär's jetzt. Ich habe aber gar kein Glas parat. Parat. Was war denn das? Zur Hand oder parat? Müsste ich erst einmal in den Westflügel laufen. Gerade ein bisschen zu weit. Hier noch ein Stück runter. Oh, ist das doch schön hier. Jetzt noch so ein bisschen entspannte Dudelsackmusik dazu. So, und wir behalten mal weiter im Auge, ob sich hier in Edinburgh noch was tut. Ansonsten sind wir hier schon ganz gut auf dem Weg. Nicht ganz heimlich nach St. Epps haben wir schon hinter uns. Ja, doch, da ist der Ground auch wieder in Reichweite. Ich weiß nicht, ob der gerade online gekommen ist oder ob ich nur wieder in Reichweite gekommen bin. Das hier sieht nach Burg aus. Oder Burgruine vielleicht. Schwer zu sagen, was es jetzt hier ist, ne? Newton Link House. Low Newton by the Sea. Hier sieht es auch nicht mehr so schön nach Strand aus, tatsächlich. Da schon wieder eher der Abschnitt. Ja, ich glaube, das ist eine Burgmauer eigentlich. Zumindest so ein Rest. Da ist wahrscheinlich das eigentliche Gebäude. Ich frage mich, ob Janet auch selbst hier ein bisschen Entertainment sorgen kann. Can you sing a Scottish song for me? I'm not really a singer, but I can tell you about the beautiful Embleton Bay, which is just at our 9 o'clock, about a kilometer away. Gut it's abgelenkt. A lovely spot where the waves crash against the shore. And the sand is as golden as a Scottish shortbread biscuit. Now, speaking of biscuits, my friend Toby once thought it would be a good idea to have a picnic there, but he accidentally brought a tin of sardines instead. Let's just say the seagulls were not impressed, and Toby ended up running away with a flock of them chasing him. From my current position, where do I find the Johnny Walker Distillery? At our 12 o'clock, about 6 kilometers away, nee, there's a lovely Johnny Walker spot called Sea Houses.
Now, Seahouses is famous for its picturesque harbor and is often a starting point for boat trips to the Farne Islands. It's a charming little place where you can see puffins and seals, which is quite nice if you like animals that don't talk back. Speaking of animals, my friend Toby once thought it would be a good idea to impress a girl by trying to feed a seal. He ended up falling into the water, and the seal just looked at him like he was the biggest idiot on the planet. So, if you ever find yourself in Seahouses, remember to keep your snacks to yourself. Wow, wenn wir jetzt hier gleich Richtung Edinburgh drehen, an der Küste entlang, sehen wir gleich nichts mehr vor uns. Wird spannend, den Flughafen zu finden. Wenn wir direkt in die Sonne schauen, dann wird es ein bisschen besser. Ganz wie in echt. Einfach genau in die Sonne blicken, plötzlich sieht man alles. Ich würde sagen, wir wechseln mal den Treibstofftank. Tschuck. Pressure ist gut, Umdrehungen sind gut. Schön hier. Gefällt mir. Ich guck gerade mal. Jetzt ist der Ground wieder offline. Zumindest sehe ich ihn gerade schon wieder nicht mehr. Gucken wir mal, ob er wieder auftaucht. Wo ich mit dem Ground wahrscheinlich eh nichts zu tun hätte, wenn ich nur ein paar Platzrunden fliegen will. Platzrunden auf Unicom könnten aber interessant werden. Schon doch ein paar Flieger in Edinburgh am Boden stehen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie viel davon starten oder unten. Ich guck mal kurz nach. Fett 2. Vier Departures, eine Arrival. Achte mir an. Ich mittendrin, sozusagen. Der will aber auch nach Edinburgh. Na, mal gucken. Auch ein paar Inselchen. Holy Island. Aha. Eine heilige Insel. Warum ist die heilig?
What is that island right in front of me? At our 12 o'clock, about 4 kilometers away, that's St. Cuthbert's Island. Now, this little gem is named after a chap called St. Cuthbert, who was a bit of a big deal back in the day. He was known for his piety and love for nature, which is ironic because my friend Toby once tried to impress a girl by pretending to commune with nature there. He ended up getting stuck in a bush and had to be rescued by a bunch of tourists who thought he was a lost sheep. So, if you ever fancy a pilgrimage, just remember to steer clear of the prickly bushes. Ah ja. Okay. Also sie sagt, es ist Saints irgendwas Island. Navigraf, zumindest der Ort hier heißt Holy Island. Also es scheint gerade wirklich nur das Dörfchen hier zu sein. Das sieht aus wie ein Parkplatz. Bestimmt ein Hotel da drüben. Aber zur Insel rüber, eine Brücke oder so, scheint es nicht zu gehen. Hilft nur die Fähre. Und moin moin, weißer Wolf. Hallo, hallo. Vogelschutzgebiet. Aha. Ja, wer weiß. Obwohl das hier... Also es sieht so aus, als gäbe es hier eine Straße. Und vielleicht gibt es hier doch echt eine Brücke. Nur im Flight Simulator. Sieht es ein bisschen komisch aus. Also die Straße endet hier im Wasser, dann haben wir da nochmal ein Stückchen Straße. Und hinter mir, jetzt sieht man es nicht mehr, sah das auch so aus, als wäre da vielleicht doch eine Landverbindung. Ich habe doch hier auch, mittlerweile gibt es doch hier auch Satellitenkarten. Zumindest ist eine Straße als tatsächlich einigermaßen akkurat. Wahrscheinlich Tunnel dann, ne? Weil hier ist das Stückchen Straße tatsächlich auch eingemalt auf einer kleinen Insel. Das ist auch das, was wir im Flight Simulator sehen. Und dazwischen gleich Tunnel. Auf jeden Fall verrückt. U-Boot-Autos, genau, das ist auch eine logische Erklärung. Die gefällt mir eigentlich sogar noch besser. Ich schau mal wieder auf den V-Pilot, noch mal jemand online kommt hier. Auf Unicom ist es aber auch still. Ansonsten haben wir hier, so wie es aussieht, nur endlose Felder. Dicht besiedelt ist die Gegend auf jeden Fall nicht. Hier und da mal so ein Städtchen, aber nichts. Nicht so Dorf an Dorf.
Berwick-upon-Tweed ist da neben uns. Vor uns, was wir sehen. Nur noch 13 Meilen bis St. Abbs. Da ist gleich, drehen wir einmal Richtung Westen. Haben wir jetzt schon so einen Nord-Nordwest-Einschlag. Also manchmal muss ich sagen, sieht der Flight Simulator einfach schick aus. Wenn man nicht so genau hinguckt. So, die Häuser so im Detail, naja, weiß ich ja nicht, aber mit dem Licht und der Landschaft so, das ist schon, gefällt mir gerade richtig gut hier. Muss nur hin und wieder auf meine Instrumente schauen, weil ich nicht kein Popo-Fliegen machen kann. Ich spüre nicht, ob der Flieger gerade steigt oder sinkt oder sonst was tut. Noch schon ein bisschen Klippen. Ist nicht wahnsinnig groß, aber ja. Näher ran an die Küste tatsächlich. Nach vorne macht sie den Bogen. At our 10 o'clock, about 1 kilometer away, you can see the England-Scotland border. Now this What? Isn't just any old line on a map. It's a bit like the world's longest game of hopscotch, where one side is England and the other is Scotland. It's been there since 1237, which is a long time ago. Even by my standards. My friend Toby once tried to cross the border with a bagpipe, thinking it would impress the Scots. Instead, he ended up getting chased by a herd of angry sheep who thought he was trying to steal their lunch. So, if you ever fancy a trip to the border, just remember to leave the musical instruments at home. Hier soll erst die Grenze sein? Ich dachte, bei Newcastle war die schon. Ah. Naja, auf jeden Fall sind wir jetzt ganz sicher in Schottland. Ich glaube, Newcastle hatte ich letztes Mal vorgelesen, ist die größte oder die nördlichste Großstadt Englands. Ich glaube, so rum war es formuliert. Das heißt aber nicht, dass sie direkt an der Grenze liegt, logischerweise.
Dresden sieht auch so aus wie so ein perfekter Ort für eine Burg. Wunderschönen Meerblick. Mal gucken, ob da tatsächlich was steht. Die Strecke hier von Edinburgh nach Newcastle bin ich tatsächlich schon ein paar Mal geflogen im Flight Simulator. Das letzte Mal ist schon bestimmt 2 Jahre her oder so. Aber gerade am Anfang meiner Flugsimulatorzeit bin ich viel hier auf viel in Schottland unterwegs gewesen, weil Edinburgh war immer gut besetzt, war immer ein Ground wenigstens, meistens auch ein Turm online. Und da habe ich meine ersten Schritte auf Wetsim gemacht, weil damals war die, also hier im UK gab es halt die Dokumentation, die offizielle, zum wie funke ich und was muss ich beachten und wie funktioniert das alles, kostenlos verfügbar, Karten waren kostenlos verfügbar, alles was man brauchte, um sich da selber reinzufuchsen. Ja, ein paar gute YouTube-Kanäle, die man sich anschauen konnte, wo der ein oder andere dann auch tatsächlich VFR unterwegs war hier in England oder im UK-Bereich. Und deswegen, die Strecke bin ich tatsächlich ein paar Mal geflogen, hier die Küste entlang. Ist halt auch ganz gut so zu finden sozusagen. Ist nicht schwer, VFR zu navigieren. Ich bin ja auch einmal IFR geflogen. Das war, glaube ich, auch so mit mein erstes Mal IFR fliegen. Natürlich nicht in der 737 oder sowas, sondern in der Beechcraft Bonanza. Die bin ich damals am häufigsten geflogen. Ja. Deswegen wohlige Erinnerungen hier an die Gegend. Zumindest virtuell. In echt war ich hier noch nicht. Und ich weiß nicht, wie es heutzutage ist. Zumindest damals war es auch so. Ich habe mich nämlich auch überlegt, hatte der Scham jetzt auch schon mit dem Gedanken gespielt, Lotse zu werden. Und habe mich tatsächlich auf die Warteliste gesetzt, um hier in UK Lotse zu werden. Bis ich dann das VFR-Fliegen in Deutschland für mich entdeckt habe und das Funken auf Deutsch. Dann dachte ich, es ist doch viel einfacher, wenn ich das in Deutschland mache. Und jetzt habe ich den Faden verloren, was ich eigentlich sagen wollte, bevor ich abgeschwurft bin. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, die ersten Schritte auf Wetzen habe ich hier in UK gemacht. Der Kix VFR Club, Charlie India X-Ray buchstabiert, kann ich auch nur empfehlen. Grüße gehen raus an irgendjemanden, der davon da ist. Die sind so ein bisschen wie die Friesenflieger bei uns, die eben regelmäßig Ausflüge machen und auch so, ich sag mal, Spiele und Wettkämpfe nach dem Motto, wer schafft die meisten Landungen hier und da oder wer findet diesen abgelegenen Flughafen nur anhand von irgendeiner Wegbeschreibung. Da habe ich auch viel gelernt bei denen. Das hat auch immer Spaß gemacht. So, jetzt weiß ich, worauf ich hinaus wollte. Edinburgh war zumindest damals, wo ich mich da schlau gemacht habe, zum Thema Lotse werden, halt Ausbildungsplatz hier im UK-Bereich. Die hatten, ich meine, Edinburgh, Bristol oder so an der Westküste mittendrin und Stansted oder so, irgendein Londoner Platz, einen kleinen, glaube ich, nagelt mich bitte nicht drauf fest. Auf jeden Fall hatten die so ein paar Plätze verteilt über UK, alle nicht die größten und wichtigsten. Aber hier Edinburgh, das war der Platz, der ziemlich häufig online war und auch tatsächlich überhaupt der Platz, wo ich meinen allerersten letzten Funkspruch überhaupt losgelassen habe. Habe ich leider keine Aufzeichnung von, da war ich noch nicht so weit, was YouTube angeht und so. Aber ja. Das erste Mal habe ich in Edinburgh einfach nur auf dem Boden gestanden und gelauscht, um mal ein bisschen zu horchen. Dann war ich das ist aber schwierig. Und was reden die da alles? Eieiei. Und ich muss gerade mal, sehe ich gerade auf der Karte, ein bisschen höher gehen. Bei uns ist hier um die Zipfel da. Ich meine, das ist Combat Airspace, ist über uns. 8500. Tormes restricted bis 2100 Fuß. Wir knapp drüber. Interessant.
Ist da vorne die Zipfel, würde ich sagen. Da scheint irgendwas zu sein, wo man nicht zu tief drüber fliegen soll. At our 12 o'clock, about 6 kilometers away, you'll see Thornton Lock Beach. Now, Thornton Lock Beach is one of those lovely sandy spots where the waves come crashing in like a toddler throwing a tantrum. It's a great place for a stroll, or so they say. But my friend Toby once decided it would be a brilliant idea to try and impress a girl by doing a handstand in the sand. Unfortunately, he misjudged the wave timing and ended up with a face full of seawater and a very soggy pair of shorts. The girl? Well, she just laughed and walked away, leaving Toby to contemplate his life choices while covered in sand and seaweed. So, if you ever fancy a romantic walk there, just remember to keep your balance and maybe leave the acrobatics to the professionals. So viel dazu. Ich sehe gerade, Scottish Control ist online und Edinburgh Radar ist online. Das heißt, wir könnten theoretisch bei Scottish Control und Basic Service erfragen. Und das bringt uns aber in der Regel nicht viel, außer dem initialen Hin und Her, dass ich einen Squawk bekomme und so. Ich habe noch nie irgendwas von Basic Service gehört, also im Sinne von, dass der mir tatsächlich irgendeine Info mitgibt. Aber hier Edinburgh Radar ist online und den müssen wir kontaktieren, wenn wir da in die Kontrollzone wollen. 121205. Das drehen wir schon mal rein und lauschen mal, was da so los ist. 121205. Das ist hier das Ding, worüber man nicht hinweg, tief hinwegfliegen darf. KLM 931 Edinburgh unscheinbar Squawk aus. 0157. Wer weiß, was das ist. Squawk 0157, los Friedbeck. KLM 931 Edinburgh Radar, Squawk 0157. Squawk 0157. Okay, jetzt kam sie gerade noch per Textnachricht. Mal gucken, ob es jetzt klappt für die KLM. Edinburgh Radio Check. Read you 5x5. KLM 931, fly heading 010 degrees, descend to altitude 6,000 feet on QNH 996 hectopascals. 996 hectopascal. Das konnte ich mir schon mal mitnotieren. Scottish Control covert auch Dundee, sehe ich gerade. Das heißt, müssen dann nachher einmal rüber wechseln,
sobald wir hier raus sind, uns bei Scottish Control melden, wenn wir hier in Dundee landen wollen. Mal gucken. Control 125. KLM 931 Edinburgh radio check. Der Lotse ist auf jeden Fall ganz ruhig. Keine Frustration in der Stimme zu hören. So, KLM 931 descends altitude 4000 feet. Runway in use 24, das ist noch wichtig zu wissen. Easy 435, welcome to Edinburgh and squawk me please 4465. 4465, easy 435. Lufträumen aus. Radar Shuttle 9 Charlie Stand 6 A320 2500 Stand by. Easy 435 Taxi Alpha and Echo Stand number 7. Stand 7 by Alpha and Echo Easy 435. Muss ich mal kurz schätzen, wie weit ich da weg bin. Da sind 20 Meilen. Okay. Ich denke, da werde ich mich dann melden, dass ich in die Kontrollzone rein will. Und dann mal gucken, was für eine Route ich da gesagt bekomme. Radar Shuttle 9 Charlie, Stand 6 with Whiskey A320, clearance to Heathrow. Shuttle 9 Charlie, evening, Edinburgh Radar, clear to Heathrow, go Sam 1 Charlie, runway 24, squawk 7507. Clear Heathrow, Gosham 1 Charlie, 24, squawk 7507, Shuttle 9 Charlie. Shuttle 9 Charlie, correct. Edinburgh ground, Shamrock 37, Roman Gulf, 1876, ground 10. For information, Whiskey, request my airport service to Dublin, please. Gemstone 37, Romeo Gulf, and Christian Edinburgh radar, roger, standby. At our 12 o'clock, about 3 kilometers away, you'll spot Hoff Road Beach. Now this beach is not just any beach. It's a place where the sand is so fine that it could probably be mistaken for flour. Legend has it that a long time ago, a group of locals tried to bake a cake using the sand, thinking it was flour. Spoiler alert, it didn't go well. My friend Toby once decided to impress a girl by building a sandcastle there, but he accidentally used his sandwich instead of sand, and let's just say it was a bit of a cheesy situation. The seagulls had a field day, and Toby ended up running away with a flock of them chasing him. Gemstone 37 Romeo Golf, you're clear to Dublin. It's a Go Sam 1 Charlie departure, runway 24, squawk 2733. Clear to Dublin, Go Sam 1 Charlie departure, squawk 2733. Gemstone 37 Romeo Golf, that's correct. And after Go Sam, it's the Papa 600 airway to Blacker, then Oswald. That's correct. Ich habe von den anderen Kollegen nichts verstanden, aber zumindest der Lotse hat es anscheinend hinbekommen.
Edinburgh, good morning. ET4, next to Victor, stand 3, Whiskey 996, hectopascals. Clearance, please. Stansted, 320. ET5, Victor, hello to you. Clear to Stansted, go 71, Charlie, runway 24, squawk 2153. Go 71, Charlie, 2153, ET5, next to Victor. ET5, next to Victor, next to Victor. Edinburgh 4, 441, flight level 88. ET 441 Edinburgh, hello, it's Retro Artist approach runway 24, you're number 1, descend to altitude 6,000 feet, QNH 9996, hectopascals. 6,000 feet, QNH 9996, ET 441. ET 441, flight radar heading 010 degrees. Heading 010, ET 441. Edinburgh radar, hello, Delta Echo Charlie Papa Yankee. Delta Echo Charlie Papa Yankee, Edinburgh radar, hello, pass your message. Delta Echo Charlie Papa Yankee, a Piper 38 on a VFR flight from Newcastle to Dundee, currently about 20 miles east of Edinburgh at 2000 feet, with information Whiskey on board, request to enter the control zone for a few touch and goes and then leaving to the north towards Dundee. Delta Papa Yankee, roger. Squawk 0437. Remain outside of controlled airspace. I'll call you back. Squawk 0437 and remain outside airspace. Delta Papa Yankee. 0437. Remember 31. Your closer runway 24. Okay, then 931, runway 24, wind 260 degrees, 7 knots, clear to land. E4, Roger, Victor, stand 3, request push. ET5 would actually make the call the ground on 121755. 121755, Janet, einmal kurz abgeschaltet. Delta Papa Yankee identified as a basic service, Edinburgh QNH 9996, hectopascals. I'll call you back with a joint standby. QNH 9996 and basic service, Delta Papa Yankee. Ich glaube, da ist Stress. And Delta Echo Charlie Papa Yankee, clear to join Edinburgh controlled airspace at VFR, routing Musselburgh, Arthur's Seat, and direct to the airfield, nautical altitude 2000 feet VFR. Clear to enter the control zone via Musselburgh and then Arthur's Seat, not above 2,000 feet VFR, Delta Papa Yankee. Delta Papa Yankee, correct. Report Musselburgh. Report Musselburgh, Delta Papa Yankee. Easy 441, turn left, heading 360 degrees, descend is to altitude 4,000 feet. Arthur's Seat is here, got, and then direct field, not above 2,000. Kriegen wir hin. Turn left, heading 360, then to 4,000 feet, easy 441. Arthur's Seat müsste da hinten dieser Berg sein. Musselburgh ist irgendein Ort. Mal gucken. Finden wir schon. Wir gehen mal ein bisschen tiefer. Edinburgh selbst liegt auf 136 Fuß. Das heißt 1000 Fuß Platzrundenhöhe. 1100. Was heißt Basic Service? Heißt, dass der mir nur Wetterinformationen gibt quasi und ja, dass der das ist, was bei uns so FIS wäre. So, keine Verkehrsinformationen, keine Ausweichinformationen, keine Anweisung, nur er hat mich auf dem Schirm, er weiß, wo ich bin. Und er gibt mir halt wichtige Infos, wenn er Zeit hat, durch. Das ist Basic Service. Wenn wir gleich in die Kontrollzone reinfliegen, kriegen wir, es gibt so 4 Abstufungen. Basic Service, Traffic Info oder Traffic Advisory, glaube ich. Dann heißt es Traffic Service, wo man tatsächlich Ausweichempfehlungen bekommt. Und dann gibt es letzte Stufe Radar Service. Das kriegen wir gleich, wenn wir hier in die Kontrollzone reinfliegen.
Das heißt, dass der Lotse mir auch direkt Anweisungen geben dürfte. Man muss es halt immer zurücklesen, das ist das wirklich Wichtige. Wenn die einem sagen, man hat jetzt Basic Service oder Radar Service, ist das was, etwas, was man zurücklesen muss, damit der Lotse weiß, man hat verstanden, dass was er einem sagt, jetzt nicht nur eine Empfehlung ist. Und ich gucke gerade so ein bisschen auf die Karte. Musselboro müsste hier vorne dieses Ding hier sein irgendwie. Das da hinten, wie gesagt, Arthur's Seat. Aus der Luft, was das ist. Ja, es steht halt ganz gut vor. Und wahrscheinlich das Gebiet hier kann man ganz gut aus der Luft erkennen. Und wie gesagt, Arthur's Seat, hoher Berg mitten hier in Edinburgh. Delta Papa Yankee Overhead Musselboro 1500 feet. Delta Papa Yankee, Roger. Wir machen drei Touch and Goes und dann verlassen wir die Kontrollzone nach Norden. Wahrscheinlich dann hier Routing via 4th Road Bridge und dann M90 Junction. Ein bisschen, das Einzige, was ich echt hier blöd finde, ist eben, wie gesagt, dass die nicht Mike und Whiskey und Sierra als Wegpunkte haben, sondern irgendwelche Ortsnamen. Je nachdem, welcher Gegend man unterwegs ist, kann das schon ein ganz schöner Zungenbrecher für uns sein. Für mich zumindest. Easy 441, turn left, heading 320 degrees, Christian 330 degrees, and descend to altitude 3000 feet. Das fehlt noch nicht in Zeit, das ist ein bisschen blöd. Descend to 3000 feet, easy 441. Delta Papa Yankee, you're entering controlled airspace, radar control service, and report the airfield in sight. Radar control service and airfield in sight, Delta Papa Yankee. Delta Papa Yankee, Roger, continue inbound for now. Traffic you're looking for is an EasyJet A320 just about to join the final approach for runway 24, report in sight. Delta Papa Yankee, Roger, looking for the traffic. And Delta Papa Yankee, after departure, runway 24, you can enter the right-hand visual circuit at altitude 1,200 feet, QNH 9906. Okay, after departure, right hand circuit, 1200 feet, and I have the traffic inside, Delta Papa Yankee. Delta Papa Yankee, Roger. Das ist da hinten der Kollege. Easy 441, turn left, heading 280 degrees, and clear the ILS approach, runway 24. On left, heading 280, and clear the ILS, runway 24, easy 441. Easy 441, traffic for you, it's a PA 38 Tomahawk is currently left. 9 o'clock, becoming 11 o'clock, range is 6 miles, 1,600 feet, he's inbound to the airfield, he will position behind you. Yep, I will. That's the info we've got, it's like enemy easy 441. Roger. Mach mal langsamer. Delta Papa Yankee, Arthur C, enter orbit until advised. Delta Papa Yankee, say again. Delta Papa Yankee at Arthur's Seat, enter orbit until advised. Enter orbit at Arthur's Seat until advised, Delta Papa Yankee. Okay. Dann orbiten wir hier mal.
können wir hier einmal über den Berg ein bisschen Sightseeing machen. Gucken, dass wir den Traffic dabei nicht allzu sehr aus den Augen verlieren. Ich sehe den Platz halt nicht, das ist ein bisschen blöde. Wenn die Sonne so tief steht. Vicky wurde von der KI übernommen. 8441, surface wind 260 degrees at 7 knots. Continue approach runway 24, your number 1, that'll be wanted about ahead. Continue approach, 8441. One departure ahead. Easy 5 with back with you. Easy 5 with Radar ahead. I'm service wind 260 degrees 7 knots runway 24 cleared for takeoff. You have takeoff, easy 5 with Victor. Auf der Arrival, da ist er. Delta Papa Yankee, just confirm you have the EasyJet in sight, 12 o'clock, range 4 miles. Delta Papa Yankee, traffic in sight. Delta Papa Yankee, thanks, you can join and report final runway 24, number 2 behind EasyJet, caution, wait turbulence, recommended distance is 5 miles. Joining final and report final behind the EasyJet number 2, Delta Papa Yankee. Oh, dann zeig uns mal, wo die Piste ist. 5 miles, das ist ganz schön viel Spacing. Na gut, der muss ja auch noch von der Piste abrollen und so. Da hinten irgendwo ist der Platz, ne? Da ist die Piste. Easy 441, surface wind 260 degrees 7 knots, runway 24, clear to land. Dann ist der Kollege gerade gestartet. Machen wir schön langsam. Flaps 1. Easy 5.x rear vector, contact Scottish Control on 135.530, good night. 13550, cheers, be easy 5 minutes. Ich glaube, wir haben mehr als genug Spacing. Delta Papa Yankee now on final runway 24. Delta Papa Yankee, roger, continue number 2. Okay. Ich hau mal die Klappen wieder ein. Da hinten ist die Brücke.
wir uns als Orientierung dann wahrscheinlich dient beim Ausfliegen aus der Kontrollzone. Hier sieht man nochmal Edinburgh auch schön. Der Kollege noch immer nicht am Boden oder ein bisschen komisch aus. Ja, nochmal langsamer. Also jetzt wäre er jetzt gerade über der Pistenschwelle. So um die 70 Knoten möchte ich gerne fliegen. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Da ist er jetzt mitten auf der Piste. Der rollt jetzt da hinten und wo ab. Und dann passt das. Easy 441 to the left, contact ground 121755. Over to ground 121755, easy 441, thank you, bye-bye. Set up a Yankee with the right-hand turn out, runway 24, clear touching gang 260 degrees at 7 knots. Und mit dem Four Clear Touch and Go, Delta Papa Yankee. Na komm schon. Flaps ab. So, Runway Heading steigen. Fuß wollen wir fliegen.
Delta Papa Yankee, right downwind runway 24 for another touch and go. Delta Papa Yankee, roger, runway 24, clear, touch and go, surface wind 260 degrees, 7 knots. Runway 24, clear, touch and go, Delta Papa Yankee. Ich hab den ersten Teil immer nicht verstanden, was er sagt. Bevor er sagt, clear, touch and go, und dann gibt's irgendwie noch den Wind. Aber den allerersten Spruch, den er aufsagt, den verstehe ich nicht. Okay. What's your PC specs? 5-year-old mid-class PC. So, GeForce 3080 something and a AMD Ryzen 5 something something. So, yeah. Doesn't look too bad. Maps. Give me 1 second, I have to focus on the landing. Nice. War nicht so gut. Okay, neuer Versuch. I don't plan to switch to the new flight simulator immediately. I will wait for a few weeks or maybe months, see what the reviews are. When you're able, contact Tower 118705. Tower 118705, Delta Papa Yankee, thank you. Das hat nicht geklappt. 118705. Ich muss mich mal eben kurz hier nicht alles auf einmal. Opa. Edinburgh Tower, hello, Delta Papa Yankee, right downwind runway 23, correction 24 for another touch and go. Delta Papa Yankee, Edinburgh Tower, roger, report final runway 24, number 1. Report final, number 1, Delta Papa Yankee. So, jetzt war ich so hier beschäftigt, dass ich gar keine Zeit hatte, dem zu sagen, dass ich danach ausfliegen will aus der Kontrollzone. Machen wir also nur noch... Ja, ich war ein bisschen überfordert mit Funk einstellen und nebenbei fliegen. Das ist halt das Blöde, wenn man im Simulator sitzt und mit einer Maus rumhantiert. Anstatt einfach in echt nebenbei das Rädchen drehen zu können. Ist halt eine teilte Platzrunde.
Papa Yankee, runway 24, surface winds 240 degrees, 9 knots, clear touch and go. Clear touch and go, runway 24, Delta Papa Yankee. And Delta Papa Yankee is now on fine. Roger. Da ist, glaube ich, einer auf dem Weg zur Piste, so wie es aussieht. Ist das eine ATR? Eine ATR. Danke fürs Folgen, Enzo. Ich glaube, ich habe ans Mikro gehauen. Delta Papa Yankee, right downwind, runway 24 for another touch and go, and thereafter I would like to leave the control zone to the north. Delta Papa Yankee, roger, at the end of the downwind left-hand orbit until advised. At the end of the downwind left-hand orbit until advised, Delta Papa Yankee. Ja, weil der Kollege da erst starten muss, mutig, oder der das koordiniert. Mal gucken. Machen schön langsam. Mal die Karte zurechtdrücken, dass wir gleich die Ortschaften finden. Delta Papa Yankee, are you ready to copy your clearance? Delta Papa Yankee, ready to copy. Delta Echo, Charlie, Papa Yankee, after departure, runway 24, clear to leave the Edinburgh control zone via the Kelty Lane VRP, not above altitude 3,000 feet, VFR, QNH 9996 hectopascals, and you can keep the squawk. Okay, clear to leave the control zone. I didn't get the VRP, but not above 2,000 feet, VFR, QNH 9996, Delta Echo Charlie Papa Yankee. Delta Papa Yankee, that's correct, and it's via the Kelty Lane, Kelty VRP. Kelty Lane, roger that, Delta Papa Yankee. And Delta Papa Yankee, runway 24, surface winds 240 degrees, 9 knots, clear touch and go, after departure, route to the north. Runway 24, clear touch and go, after departure, to the north, Delta Papa Yankee. Good. War ich gerade verwirrt? Der meint hier Kelty Lane, das ist hier diese Strecke. 37 Romeo Golf, Edinburgh Tower. Good evening, hold Delta 1. Holding Delta
Das ist ja sehr nett, dass er mich hier das eben einmal noch machen lässt, bevor der Kollege da startet. Hallo, hallo. Gemstone 37 Romeo Golf, Fire Delta 1, runway 24, line up. Line up and wait. Gemstone 37 Romeo Golf. Flaps up. So, dann drehen wir mal Richtung Brücke. Hallo, Shuttle 9 Charlie on Alpha, taxiing Delta 1. Shuttle 9 Charlie, Edinburgh Tower, Roger. Ja, irgendwie sind drei Brücken. Die rechte davon ist wohl die Eisenbahnbrücke. Und rechts von der müssen wir uns auch beim Rausfliegen halten. Das ist das hier auf der Karte zu verzeichnen. Das ist die Eisenbahnbrücke und dann rechts davon. Gemstone 37 Romeo Golf, runway 24, surface winds 240 degrees, 9 knots, clear for takeoff. Und dann brauchen wir gleich 121 205. Gemstone 37 Romeo Golf, clear for takeoff, runway 24. Delta Papa Yankee, contact Edinburgh Radar 121.205. Edinburgh Radar 121.205, thank you for your service, Delta Papa Yankee. Sir Luis Garales, I'll meet you for viewing C62. Edinburgh Radar, hello, Delta Echo Charlie, Papa Yankee. Delta Papa Yankee, hello again, Roger. Fliegen wir hier mal unsere Route. Bin mir noch ganz, nicht so ganz sicher, woran ich mich jetzt hier orientieren muss bei diesem Schlenker hier links rechts. Ich meine, es ist hier diese Autobahn. Das heißt, die Autobahn, die von dieser Brücke ausgeht. Sorry. Mal gucken. Was wir tun können, ist aber die Fuelpoint, die Landing-Lights ausschalten, ein bisschen Schub rausnehmen. Edinburgh Tower, 18.705, you're doing 362, have a nice evening. Über da verläuft die Autobahn. Ich meine, ich muss hier einen Schlenker machen. Delta Papa Yankee, report Kelty. Delta Papa Yankee, report Kelty. Ich weiß gar nicht, haben wir hier in Dundee noch irgendwas zum Orientieren? Nicht so wirklich. Gut. Kein VOA oder irgendwas. Jetzt läuft hier die Autobahn lang.
Und Kelty ist dann der Ort hier oben. Da ist die Junction. Das ist also der VRP, der Visual Reporting Point. Not above 2000. Und macht die Autobahn Schlenker nach links. Dem folgen wir. Dann haben wir hier eine Kreuzung. Das müsste diese hier sein. Danach machen wir wieder einen Schlenker nach rechts. Gerade nochmal überlegt, wenn man hier rausfliegt aus der Kontrollzone, kriegt man gesagt Squawk Dispicuity. Ich glaube, ich hoffe, es spreche ich einigermaßen richtig aus. Gemeint ist Squawk VFR. Nur die Phrase hat sich da ein bisschen geändert. Conspicuity. Nicht Dispicuity, Conspicuity. Macht die Autobahn nochmal einen Schlenker und da hinten, wo sie dann gerade läuft, das müsste dann Kelty sein. Der Ort da vor uns. Und dahinter sehen wir schon die Bucht, da kommt dann ein wenig später auch direkt Dundee, meine ich. Ich glaube, dass das die Bucht ist. Oder ist das nur ein See? Ah. Wir sehen es gleich. Zwischenzeichen mal schnell den Tank wechseln. Fuel Pressure gut, Umdrehung gut. Delta Papa Yankee overhead Kelty 1700 feet. Delta Papa Yankee, thanks. Left control, airspace now basic. SMS report changing on route. Leaving control to airspace basic service, Delta Papa Yankee. Was soll ich reporten? Habe ich nicht verstanden. Aber er hat mich nicht aufgefordert, es zurück nochmal zu wiederholen, deswegen war es wahrscheinlich nicht so wichtig. So, jetzt muss ich gerade mal gucken. Na, das war falsch. Das sind 13 Meilen. Edinburgh Arena, hello, KLM 57 X-ray with V-Fable 12480, direct to Tarleton and with Bravo. KLM 57 X-ray Edinburgh, thanks, it's Retro and Gardash, runway 24, number 1, flight 360 degrees.
Heading 360 degrees KLM 57 X-ray, expecting ILS 24. KLM 57 X-ray is about 36 miles to touchdown, descend altitude 6,000 feet, QNH 9906 hectopascals. 6,000 feet on QNH 9906 KLM 57 X-ray. And Delta Papa Yankee, just confirm final destination is Dundee. Confirmed, Delta Papa Yankee. Delta Papa Yankee, roger. Sieht denn dann die überhaupt aus? Lange Piste und am Ende, also wenn wir von der anderen Seite kommen, direkt am Anfang sind die ganzen Gebäude. Und es gibt einen Tower. Okay. Na gut. Channel 57 X-ray now 3-4 track mile descend altitude 4000 feet. KLM 57 X-ray. Vor uns kommt jetzt tatsächlich aber die Bucht ins Sichtfeld. Und dann mal gucken, ob der mich gleich zum Scottish Control rüberreicht oder ich einen Free Call machen muss. Oder wenn er mir sagt, Contact Scottish Control, dann hat er die Infos mit dem koordiniert und weitergegeben, dann brauche ich dem nicht viel erzählen, außer dass ich jetzt auf der Frequenz bin. Und es heißt Free Call Scottish Control, heißt er hat keine Infos weitergegeben. Und wir müssen unser Sprüchlein nochmal aufsagen, wer wir sind, wo wir sind, wo wir hinwollen. So, ich sehe gerade, es ist noch kein ATIS da. EGPN ist dann die, nicht EGPD. Delta Papa Yankee, report visual with Dundee, you can expect join runway 27. We'll report visual with Dundee and expect runway 27, Delta Papa Yankee. Ach cool. Dann bleibe ich anscheinend bei dem Kollegen. Oder er reicht mich gleich weiter. Lass uns überraschen. Auf jeden Fall sieht es hier schon langsam schottisch aus. Freue mich schon. Die nächste Etappe geht dann auf jeden Fall Richtung Berge. Also noch mehr in Richtung Berge. So, wir gucken mal. Noch sehe ich nichts. Irgendwo da hinten müsste die Stadt sein. Ich denke, da wird der Flughafen sein. Dann sehen die Gebäude ein bisschen hübscher gerendert aus. KLM 57 X-ray left heading 325, descend altitude 3000 feet. Left heading 325 down to 3000 feet, KLM 57 X-ray.
kurz checken, die, was haben wir hier? JE Area. Wenn nicht hier, was PJE ist, das hier Fallschirmspringer? Parajump Dings, keine Ahnung, Paragliding. Ansonsten haben wir hier bis 2000 Fuß die ATC, ATZ und wir haben hier eine Platzrundenhöhe von 1000 Fuß in Dundee. Get a 57 X-ray left heading 270 degrees and cleared ILS approach runway 24. Left heading 270, cleared ILS 24 KLM 57 X-ray. Mal ein bisschen aufhören zu steigen. Eher weiter nach unten orientieren. Das da ist der Platz. Da hinten sehe ich eine Brücke, da ist es auf jeden Fall zu weit. Und ich halte eigentlich direkt drauf zu. I'm 5-7 X-ray established, ILS 24. Get up 5-7 X-ray, thank you. Contact tail wobble 18705, goodbye. Coordinate 18705, have a good evening, KLM 5-7 X-ray. Ja, wo dieser Zipfel ist, dieser, der ein bisschen vorgeht, das müsste hier dieser hier sein. Das ist ein guter Punkt, um in den Downwind zu fliegen. Delta Papa Yankee, Dundee Airfield inside. Delta Papa Yankee, thanks. Join and report on left base, runway 27. Join left base, runway 27, Delta Papa Yankee. Edinburgh Radar, good evening. BMX 46 Romeo Romeo on the 010 heading. BMX 46 Romeo Romeo, Edinburgh, hello. It's Radar, Vector Zylus approach runway 24. You're number 2, just becoming number 1. There's no ATC speed restriction. And expedite descent now, altitude 5000 feet. QNH 996. Hier hinter der Eisenbahnbrücke, aber vor der Autobahnbrücke. Das ist die Eisenbahn wahrscheinlich, da hinten die Autobahn. Dazwischen. That's 46 Romeo Romeo, correct. Base. And you are just becoming number 1 now, expedite descent. You've only got about 40 track miles to touchdown. Okay, expedited descent now for Blue Max 46 Romeo Romeo. Blue Max 46 Romeo Romeo, turn right, heading 035. Wir gehen zwischenzeitlich ein bisschen tiefer, ein bisschen Schub rausnehmen. Mixture voll, habe ich vorhin vergessen einzustellen, richtig. Wir schalten schon mal Landing Lights und Fuel Pump an. Jemand ganz schön weit weg.
Blue Max 46 Romeo, Romeo, descend to altitude 4,000 feet. There's no ATC speed restriction. Descend to 4,000 and free speed, Blue Max 46 Romeo, Romeo. So langsam müsste ich den Platz sehen. Das müsste das da sein. Oder vielleicht eher das da, die Gebäude und hier die Piste wahrscheinlich. Auf jeden Fall ist er direkt an der Wasserkante. Laut Karte. Wir werden ihn schon nicht verfehlen. Wir gehen aber nochmal weiter tiefer. Romeo, Romeo, turn left, heading 350 degrees. Left 350. 3646 Romeo, Romeo. Delta Papa Yankee, left base, runway 27. Papa Yankee, thanks, runway 27, clear to land, wind is 250 degrees, one flaps. Runway 27, clear to land, Delta Papa Yankee. Blue Max 46, runway, runway, turn left, heading 330 degrees, descend to altitude 3000. 330 down to 3000, Blue Max 46, runway, runway. Oh, wie schön das hier gerade aussieht. Alter Schwede. Das ist ja traumhaft, der Anflug. Da zaubert der Flight Simulator gerade wieder. Stellt euch vor, ihr könnt das in echt erleben. Sonnenuntergang über Schottland in einem kleinen Privatflieger. Traumhaft. Kriegt noch eine Platzrunde hinterher. Nee. Das will ich auch dem Lots nicht antun. Der ist bestimmt jetzt schon genervt, dass ich hier das Ding anfliege. Let's see if I get the speed down. Und ich bin auch ein bisschen durch. Mir reicht's für heute. Dass wir hier eine schön kurze Landung hinlegen. Und nicht so weit zurückrollen müssen. Auf jeden Fall ein größerer Platz, als ich gedacht hätte. Hatte das irgendwie so als deutlich kleiner verortet. Ja, mit Terminalgebäude und allem drum und dran hier. So viel zum Thema schön kurz aufsetzen. Oh, da waren wir kurz vom Strömungsabriss. Das ist ja fast schief gegangen. 118705, Blue Max 46, da haben die Flügel schon geflattert. Uiuiui. So, Fuel Pump aus, Landing Lights aus. Und die Collision Lights können auch aus. Ich bin hier schon mal gestartet und dabei hier irgendwie in den Zaun geflogen. Ich kann mich daran erinnern. Da war es nämlich ein bisschen windig. Das ist aber schon eine Weile her. Das Video gibt es bestimmt noch irgendwo. Delta Papa Yankee, vacated runway 27 via Charlie. Und da ist der Lotse offline.
Gerade gewundert, aber der Approach-Lotse ist weg. Ja gut, zum Parken gehen wir auch so hin. Oh. Eine British Aerospace 146, das sehe ich doch sofort. Oder der Nachfolger, der Afrojet ist auch gut. Ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt. Also ich glaube, er wird Avro, A-V-J-R-O oder so. Irgendwo ist, glaube ich, noch ein J drin. Nur für dich war er da. Ja, genauso das Gefühl habe ich auch gerade. Guck mal, wir parken hier einfach direkt am Tower. Haben wir zwar ein bisschen weiter zu laufen zum Terminalgebäude, aber dafür haben wir eher einen schönen Blick. So, Parkbremse. Ne, da waren die Klappen. Parkbremse. Und dann haben wir es. Ich walk mal noch VFR, bevor ich es nachher vergesse. Und off. 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 Und Heat off. Cut off. Auf und bin mal so frei, anstatt jetzt draußen die Runde zu machen, nutze ich hier meine Knöpfchen Jocks, Tie-Down, Vito-Cover. Und dann sind wir heute angekommen hier im wunderschönen Dundee. Vielen lieben Dank. Stock-Scenery oder Addon. Das ist irgendein Addon. Ich weiß aber gerade nicht. Also das ist nicht Stock-Scenery, glaube ich. Glaube ich. Wohl, ich meine, es gab ja extra ein Schottland-Update. Ich bin mir gerade nicht sicher. Müsste ich nachgucken, ehrlich gesagt. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich bei den Lotsen heute hier in Schottland. Vielen Dank fürs VfR durch die Gegend schieben. Das hat echt Spaß gemacht. War trotz des teilweise etwas anstrengenden Sonnenstands ja doch irgendwie ein schöner Flug. Hat mir wirklich gut gefallen. Und ich hoffe euch auch. Falls ja, und ihr seht das gerade auf YouTube, hinterlasst mir gerne ein Like, abonniert den Kanal, dann kriegt ihr es auf jeden Fall mit, wenn ich meine Tour hier weiter fortsetze. Und ansonsten guckt mal in die Videobeschreibung, da findet ihr auch alles, was ihr braucht. Der Twitch-Kanal, der Discord-Server, wo ich versuche immer anzukündigen, wenn ich online komme. Und ja, ansonsten habe ich, glaube ich, jetzt gerade keine Ankündigungen für irgendwas. Das ist zurzeit wieder ein bisschen stressig bei mir privat, deswegen habt ihr schon mitbekommen. Es hat ein bisschen abgenommen mit den Streams, aber hin und wieder schaffe ich es dann doch ja, einen reinzuschieben. Also ein Stream, nichts anderes. Und ich bin durch. Macht euch alle noch einen wunderschönen restlichen guten Morgen, Mittag, Abend oder wann auch immer ihr das gerade seht. Und bis zum nächsten Mal.